Ist sehr verwinkelt, das Ganze hier. Doch, hab ich mich erschrocken, ey. Da düdelt der plötzlich vor sich hin. Toll, jetzt muss ich an Gronkh und Turbinator denken, die Starbound gespielt haben. Okay, kein Treffer. Da brauche ich dann die Munition. Die Waffe. Gut. Einmal Muni. Perfekt. Ist hier noch einer? Hallo? Ich, da wäre. Habt ihr noch etwas für mich? Oh Mann. So, hier ist noch ein weiterer Aufzug. Die Tür ist verschlossen. Biozone Gamma bereits abgesprengt. Biozone Gamma bereits abgesprengt. Oh, okay. Das hier wäre für Gamma. Ah, da. Gamma Grove. Mhm. Ja. Dann brauchen wir hier nicht hin. Da drüben können wir vielleicht später nochmal entlang. Aber ich wage es zu bezweifeln. Obwohl, es ist eine abgeschlossene Tür. Vielleicht doch. Man wird sehen. Jedenfalls können wir jetzt hier unten entlang. Und schauen wir mal. Ich möchte noch einmal speichern. Oh, stimmt. Ich muss auch mal nach Kameras Ausschau halten, ne? Nicht, dass ich... Nicht, dass ich da schon wieder irgendwie eine sehr offensichtliche... Ah ja, okay. Die sind easy. Moment, der hat jetzt diese Getränkedose speichern. Achso, ja, stimmt. Der muss ja richtig hier rankommen. Eine Batterie. Und Medizin. Das nehme ich gerne. Speichern nochmal. Der links. Ne, der hat wieder die Getränkedose. Okay. So, da oben ist eine Kamera. Mhm. Die Batterie nehmen wir mit. Da ist niemand. Da ist niemand. Ja, die sind okay. Die können wir ja, wie man sieht, sehr leicht treffen. Oh! Okay, der nicht, der nicht. Ja, geht, komm her. Wieder hier rüber schlittert. Moment, ich kann die Batterie ja mal einmal benutzen. So, Moment. Wo ist denn... Da. Batterie. Und ich würde aber sagen, ich würde auch noch einmal hier das da benutzen wollen. Und noch ein weiteres Mal speichern. Mhm. So, da ist soweit okay. Da rechts ist ein bisschen dunkel, muss ich sagen. Ih, was ist das denn für einer? Cyborg-Schläger. Name? Okay, wird mir sogar angezeigt. Hier, für euch auch nochmal. Cyborg-Schläger, 10 Meter entfernt. Vorsicht. Funktioniert einwandfrei. Mal sehen. Eine Sekunde, ich kann ja mal ganz kurz hier nochmal so. Ja, ich werde sehr viel speichern in diesem Spiel. Speichern und laden. Leichter Treffer, okay. Ja, gut. Hallo? So. Nochmal hier. Jetzt mal. Schaltet ab. Aggressiv. Ja, ist klar. Vielleicht den Rest noch hier mit? Ah. Okay. War das nur der eine, ist die Frage. Ich wette, nein. Hier ist keiner. Da ist nochmal Munition. Hui!
Den kriege ich leider auch nur mit dem Magnum kaputt. Hm, aggressiv. Hätte ich eigentlich mal öfters mal machen müssen. Leichte Systembeschädigung. Mist. Schneidet ab. Ah, zählt nicht als Treffer leider. So. Gut. Die Munition selbstverständlich wie immer mitnehmen. Der hat auch noch... Was ist das denn? EMP-Granate. Ja, danke schön. Das ist zu gütig. Getränkedosen. Wo kommt der denn jetzt her? Oh. Ich habe hier noch 7 Schuss gerade in der Waffe. Der geht, glaube ich, jetzt gerade links rum, ne? Ich umrunde ihn. Den Gegner. Oder? Da ist er. Okay. Was bist du? Auch wieder so einer. Da muss ich leider wieder... Ah, Schande. Mist. Ah, ich habe zuletzt hier gespeichert. Ich möchte mal sehen. Objekt? Nein. Ziel. Eingeschränkte Systemintegrität. Okay. Reservesystem aktiv. Ah, okay. Schaltet ab. Mhm. Also im Prinzip so kann ich sehen, wie viel, ich sag mal, Lebensenergie sie noch haben. Das ist gut zu wissen. Dann gehe ich aber erst einmal hier in die Gegend. Hier links müsste noch mal einer sein. Ja, da, okay. Hatte ich vermutet. Gut. Dann würde ich schätzen, da hinten ist auch noch mal einer. Munition wird immer mitgenommen. Das ist ein Blutfleck, abgetrennter Kopf. Nochmal Munition, Hohlkern. Moment, okay. Die Frage ist, was für eine Waffe will ich denn jetzt mitnehmen? So. Ich hoffe, das war's jetzt mit den Typis. Ich speichere mal hier. Irgendwann habe ich so viele Speicherslots wie Folgen. Bestimmt. Hier. So. Das kommt mit. Das kommt mit. Der hat die Munition. Und hier drüben. Ja, doch, der hat jetzt auch andere Munition dabei gehabt. Hier, der hat jetzt auch andere Sachen. Achso, kein Platz. Stimmt. Was bist du? Becherglas. Brauche ich nicht. Leider. Batterie benutze ich. So, gut. Was ist das jetzt hier für eine Waffe? Moment. Hier. Da. So, die Magnum möchte ich auf jeden Fall behalten. Ich glaube, ich würde aber diese hier jetzt weghauen. Dann muss ich eben darauf Acht geben, dass ich nicht so viel mit dem Ding rumballer, dass die überhitzt zu schnell. Mhm. Brandspuren. Ich glaube, das war's hier, oder? Mehr ist hier nicht. Hm. Sieht nicht danach aus. Also, wir haben aber immerhin jetzt eine neue Waffe dazu bekommen. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Gegner hier haben wir dann soweit. Menschliche Leiche. Verpackung. Brauchen wir nicht. Menschliche Knochen. Auch nicht. Hier hatte ich schon geguckt. Gut. Dann haben wir den Gang hier immerhin schon mal soweit geräumt. Und hier auch. Mhm.
Ich würde schätzen, die hier hat gar keine Munition drin, oder? Nee. So, hier hinten waren wir. Da war ja der Bereich Gamma. Da brauchen wir gar nicht hin. Dann können wir jetzt hier vorne wieder hin. So, Karte. So, wenn wir dann nach links... Nur Datenausgabe. Aha. Ja, einfach, dass man sieht, wo man ist, ne? Naja. Wenn wir da Gamma haben, dann müsste da vorne Alpha sein. Rechts Beta, links Delta. Jod. Wir könnten später auch nochmal runtergehen, um zu gucken, wie es denn jetzt aussieht wegen... Late Energy off, ja. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas nachgucken wegen den Codes wahrscheinlich auf den anderen Ebenen. Gut. Einmal nochmal speichern. Dann können wir jetzt da eben noch rein. Wird aber, glaube ich, ein bisschen schwierig. Weil das die wegen halber Gegner. Mhm. Gut. Ah, ich glaube, die hätte ich auch so besiegen können. Genau, mit dem hier. Au. Ja gut, das lief jetzt doof. Na? Oh je, Medizin. Bitte heilen. Ah, ist da einer durch? Ja, einer. Schaltet ab, der ist gleich down. Ja, perfekt. Munition, Munition. Und das hier nochmal. Gut. Hoi, hoi, hoi. Also um hier einigermaßen, wie kann man es nennen, ohne zu große Verluste, was die Munition angeht, durchzukommen, muss man wirklich sehr viel speichern und laden. So. Mhm. So, ist gut. Aha, eingeschränkte Systeme. Ah, lauf! Lauf doch, ey. Kein Treffer. Leichter Treffer. Schaltet ab. Aggressiv. Ja, sehr gut. Hat nichts dabei. Mano! Ey! Speichern. Moment, wenn ich jetzt... Aber das war doch vorhin ganz kurz so bei den Drohnen, sag ich mal. Nee. Mist, was mache ich? Ich wollte so umschalten. Speichern, so. Und dann einmal laden, so. Und dann hier. Nö, hat nichts dabei. Das ist sehr merkwürdig, muss ich sagen. Naja, ist ja auch egal. Gut, noch ein bisschen heilen. Mhm. Und dann mal gucken. Hä? So schnell? Mano, das geht doch nicht. Da habt ihr das. Ui, Entschuldigung. Muss man was trinken? Mhm. So. Stimmt, wir gehen das ja eigentlich hin. Ebene 5. Würde ich sagen, könnten wir ja auch gleich mal eben gucken, da hier oben ja nicht mehr so viel zu machen ist. Und hier. So, komm her. Hi-o-pai. Komm her. Aha. Reserve. Nein.
Ja. Oh, gerade so. Das war sehr knapp. Gut, speichern. Sehr schön. Wetten, da ist noch einer hinter. Ah. Sehe ich doch schon. Nee, hier nicht. Da ist wieder so ein heller Bereich. Lampen, Büsche. Im Gras ist auch nichts versteckt. Oh, okay. Ja. Ich benutze mal nochmal so eine Batterie. Da. Ja, machen wir zwei draus. So. So. Fragt sich nur, wo kann ich denn auf dieser Ebene das hier umschalten? Cyborg-Umwandlung abgebrochen. Standardregenerierung aktiviert. Okay, Frage beantwortet. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Nochmal speichern. Mhm. Platte nicht benutzbar. Fragt sich nur, wo kommen wir jetzt hier hin? Warte! Ich glaube, der war nicht gut mit dieser Waffe. Da mussten wir den Magnum nehmen. Ich habe nur noch zwei Schuss mit der. Ah, Schande. Da war aber getroffen, hatte ich, ne? Ah, okay. Also ist nicht mehr ganz so schlimm, wenn wir jetzt, ich sag mal, drauf gehen. Tihi. So. Matsch. Jetzt ist das da unten. Okay. Das will ich nicht. So. Na, das sieht doch gut aus. Nochmal speichern. Ach ja. So ist es doch gleich um einiges angenehmer. Man sich nicht mehr so viel Gedanken machen muss, dass man ständig krepiert. Achso, geht das schon an. Jemand mehr? Keiner mehr mit. Ja, keiner mehr ohne Fahrschein. AMD-Zugangskarte. Ja, sehr gut. Dankeschön, unbekannte Leiche. Das hat mir sehr geholfen. Und wird mir sehr helfen. Die Flechte. Ich schätze mal, die hat aber keine Munition. Nee. Okay. Die Platten ruhig immer abgehen. Nicht, dass da irgendwie ein Geheimgang schon wieder ist, den ich mal wieder übersehe. Aber sieht nicht danach aus. Okay. So, was sagt denn der Zettel? Die Unruhen auf den Wohnebenen haben sich gelegt. Seit sie gestern früh angefangen haben... Achso, seit sie gestern früh angefangen haben. Vor 12 Stunden wurde ein Sicherheitsteam ausgesandt, stieß aber bei den Randalierern auf unerwartet heftigen Widerstand. Laut Aussage einiger Mitglieder des Sicherheitsteams hat die Menge die Waffenschränke aufgebrochen und sich bewaffnet. Noch schlimmer sind Berichte, wonach einige der Aufrührer schon in Gefechte mit seltsam aussehenden Wesen verwickelt sein sollen. Wir haben keine Beweise für diese Berichte, aber ihre Übereinstimmung mit der angeblichen Katastrophe in den Biolabors ist beunruhigend. Ja, ist klar, die Mutanten. Ja, die Mutanten. Moment, ich möchte mal ganz kurz was sehen. Ich möchte... Ach komm... damit. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Achso, nee, mit dem Helm kann ich eh nichts anfangen. Ja, gut, okay, dann weg damit. Ich dachte, damit könnte ich mich für kurze Zeit irgendwie panzern oder so. Naja, falsch gedacht. Aber gut, dann haben wir diesen Gang hier jetzt auch hinter uns. Dann brauchen wir da nicht mehr lang. Mhm, hier nicht, da nicht. Da kommen wir raus, wenn wir drauf gehen. Das ist sehr schön. Aber schauen wir uns eben nochmal eben das hier an. Auf Ebene 6 sind wir. Diego ist gerade abgehauen. Er hat uns verraten. Ich kann die Cyborg schon kommen hören. Der Speisesaal ist eine Sackgasse. Ich hoffe, dass es wenigstens Bianca geschafft hat, aus der Falle rauszukommen. Wenn es irgendjemand dort oben schaffen und den Chip verwenden kann, ist sie das.
Ich hoffe nur, dass wir uns halten können, wenn sie eindringen. Der Cyberspace-Anschluss ist Shodans Achillesferse. Das haben wir ja auch schon rausgefunden. Diego hat uns an Shodan verraten. Vor einem Augenblick rannte er hier raus und schwor, dass wir alle vor ihm niederknien würden. Alle Ausgänge sind jetzt blockiert. Ich kann nichts tun, außer zu beten, dass wir genug Feuerkraft haben, um die uns umzingelnden Horden niederzumachen. Ich gebe Bianca Schuler den Isolinearen Chipsatz. Okay. Er enthält das Programm, das die Verteidigung des Zentralraums, wo sich der Cyberspace-Anschluss zu Shodan befindet, schwächt. Sie muss jetzt dorthin kommen. Okay, also Cyberspace. Zentralraum, Verteidigung des Zentralraums mit dem Cyberspace. Okay.